Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und wir reagieren heute auf Drop Dynamic vs. Tizos. Ich bin gespannt aufs Battle, Freunde. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so viel drumherum. Wir gehen direkt rein und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen. Der Link dazu ist ganz oben in der Beschreibung. Dort werde ich in Zukunft Umfragen in meinen Stories posten, an denen ihr euch sehr gerne beteiligen könnt. Und so auch quasi den Content, der ihr in Zukunft auf dem Kanal folgen wird, mitgestalten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein, Alter. Let's go. Oh, okay. Ey, und hier ist da. Was geht ab in deinem Kopf? Wegen dem Match gerade eben, wann bin ich im selben Topf? Dicker, hast du denn gar nicht überlegt? Jeder von uns hätte die beiden gerade zerlegt. Ja genau, Dicker, da gebe ich ihm recht. Shit, Alter, das war ja schlecht. Digga, warum fängt das jetzt so an, Alter? Was wollen die von Tierstar, Alter? Was? Weil die sich jetzt gegenseitig gezogen haben oder was, Alter? Ich check's nicht. Du sind richtigen Schaden. Was waren die zwei? Behinderte Shinty für Arme? Digga, die waren doch nicht auf unserem Level. Und wegen solchen Spaß musste ich jetzt meinen Lehrer betteln. Aber ist okay, dann gibt es jetzt ein Rematch. Rewind, pass auf, das heute wird hier fresh. Ja, aber dann hör zu, wie ich rede. Ich bin wie Jigsaw, denn ich fiste deine Mutter mit Machete. Oh, sehr, sehr stark, Alter. Und der Bruder sitzt noch da. Sehr, sehr stark. Ja, Mann, was ist los? Digga, ich komm, bring die krassen Flows. Oh, Digga, Mann, du bist doch viel zu dumm. Du kannst gar nicht schleifen, deine Machete, sie ist viel zu stumpf. Oh, ja, ja. Den Reim kanntest du. Aber, Digga, das hier ist Dortmund, nicht das Binu. Das Messer ist dumm, du behinderter Scheiß. Aber für den kleinen Finger hat es gereicht. Ja, hä? Ist mir egal. Hä, wie? Ich verstehe den nicht, Alter. Warum verstehe ich ihn nicht? Warum bin ich gerade so lost, Digga? Hä, was für kleine Finger? Warum feiert Jigsaw den? Der hat doch niemanden den Finger abgeschnitten, oder? Hä? Egal, ich schlachte deine Mutter, sie ist hart. Also ich weiß natürlich, dass Jigsaw irgendwas mit dieser Machete hatte. Da war natürlich ein Vorfall, wofür er natürlich auch abgeschoben wurde mit Kollega, wo er ihn da quasi auf Kaution rausgeholt hatte. Das weiß ich natürlich alles. Aber was für kleiner Finger, Alter. Habe ich irgendwas verpasst, Freunde? Seid mal ehrlich, schreibt mal bitte in die Kommentare. Ich fühle mich gerade voll lost, ich sag euch ehrlich. Wir gucken weiter. Arm doch, schlachte sie halal. Digga, halal. Mann, du bist doch ein Lügner. Ich wüsste auch deine Mutter. Aber dann mit Freddy Krüger. Oh, keine sicher, ich kann kämpfen. Dazu hol ich Edward mit den Scherenhänden. Ich komme und klatsche dich, kein Thema. Denn er fickt mich niemals, Kollege. Oh, sehr, sehr stark. Der war Baba, Alter. Kein Problem, du wirst gerade von deinem Lehrer rasiert. Lehrer rasiert? Ja, Mann, das will ja jeder sehen. Erst bei dem Battle wollte einmal bei Kollega stehen. Oh, Digga, sei dir sicher, benutzt die Crowd. Seine Mutter für Kollega nicht, denn sie hat Rucksack auf. Ich finde das absolut nicht nice, Freunde, dass wenn Kollega da sitzt. Also, wir haben natürlich schon auf ein paar Battles reagiert, wo Kollega auch im Start war, im Backstage quasi, wo man ihn gesehen hat, Freunde. Und immer wieder wurde er quasi von den Battle-Rappern so eingebunden, keine Ahnung. Kollega fickt an dem Tisch deine Mutter oder dies und das. Finde ich nicht nice, wisst ihr was? Ich meine, natürlich, er ist ein Rapper, er ist ein Star, er hat natürlich irgendwo ein Image und so, er bringt natürlich Reichweite mit, ist natürlich auch gut, dass er da irgendwo sitzt für das ganze Battle Rap. Für den ganzen Auftritt ist das wahrscheinlich sehr, sehr gut, weil er natürlich Reichweite mitbringt. Aber ich finde es halt schade, dass halt sehr viele Freestyle-Rapper ihn dann einbinden und dann mit in seine Konter mit reinnehmen. Wisst ihr, was ich meine? Weil nur weil er quasi ein Star ist, nur weil er ein großer Rapper ist, heißt das nicht, dass man sagen muss, ja, guck mal, Kollege ist jetzt da, der fickt deine Mutter und dies und das. Wisst ihr, was ich meine? So. Ja, ist okay, du bist kein Rapper wie Jimmy Blue. Die Frauen finden mich so süß, so wie Winnie Pooh. Ja, Digga, was das? Halt die Fresse, du behinderter Bastard! Oh, Digga, du bist sowas von laut und deine Haut spiel ich einfach mal Honig ums Maul. Da kann sie vielleicht auch einmal bei dir lutschen. Ja, Honig, einfach deine Guscheln. Einfach deine Guscheln, du sagst irgendwas Honig. Ey, sorry, aber ich mag diese Honig. Boah, der war Baba, der war sehr, sehr schön. Stark! Genau, Zweckreime, du bist echt scheiße. Sei dir sicher, Digga, Mann, du machst dich nicht beliebt. Alter, bitte, bitte, Kohle, wo ist denn Farid? Ah, ich glaub, der trainiert gerade Beine, Digga. Du musst raus da und zeig ihm einen Finger. Wo ist Farid? Ich muss dich unterrichten. Deine Mutter ficken! Ja, Mann, Mama, jawohl, Alter, sehr, sehr starke Line, Alter, geil. Ich hab doch nur darauf gewartet, dass wir endlich auf dieses Bell reagieren, Alter. Einer der besten Konterlines, wie ich finde. Mama! Geil! Ey, gib mir einmal einen Mittelfinger für Tierstar, bitte! Einen Mittelfinger für Tierstar! Für dieses Rematch, Alter! War das ein geiles Match, oder was, Dortmund? Sehr, sehr stark! Geiles Battle, Freunde, und ich sag euch, wie es ist, allein schon mit dieser Line vom Farid, Drop Dynamic hat das Ding gewonnen. Ohne Scheiß, er hat alles gefickt mit dieser Line. Wenn ihr dafür seid, dass Tizos in die nächste Runde einziehen soll, bitte jetzt Lärm und Hände für Tizos.
Wenn ihr dafür seid, das droppt dann. Boah, das ist eindeutig, Leute, ich sag euch, wie es ist. Herzlich willkommen, nice. Drop Dynamic im Halbfinale. Sehr, sehr nice, Alter. Hat sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. War sehr, sehr unterhaltsam. Und allein schon dieser Konter mit Farid Bang, der hat komplett alles zerstört. Ich sag euch, wie es ist. Das ist so einer meiner Favorites von den Konterlines, okay? Und mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen. Und ihr lasst diesem Video ein Like und ein Abo. Da würde mich auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.